Mein Name ist Astrid zu Stolberg und ich bin heute an einem ganz besonderen Platz. Ich bin hier oberhalb von Port de Sawyer an einem Wehrturm, dem Torre Picada. Wenn Sie jetzt ein bisschen Geräusche im Hintergrund hören, das liegt daran, dass direkt hier unter mir das Meer ist. Das ist genau 160 Meter senkrecht unter mir. Und es ist Sommer und es sind natürlich ein paar Boote unterwegs. Hier ist der Weg auch von Port de Sawyer in die Sacalobra, die berühmte Bucht. Ja, und das ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Torre Picada oberhalb von Sawyer ist ein alter Wachturm. Die Idee, diesen Wachturm zu bauen, der kam 1561. Es dauerte aber noch eine Weile bis zur Umsetzung. Er wurde dann gebaut zwischen 1612 und 1622. Ja, was ist passiert? Warum wurde dieser Turm gebaut? Warum kam diese Idee? 1561 gab es hier einen ganz besonderen Piratenüberfall. Ein Kapitel über die Piraten möchte ich gerne vorlesen, hier in meinem Buch Einblicke Mallorca. Piratenüberfälle. Es folgten wechselnde Herrscher, die Bevölkerung musste hohe Abgaben zahlen und immer wieder wurde Mallorca von den Piraten überfallen, die vorwiegend aus Nordafrika kamen. Den Bewohnern Nordafrikas war es nach der Rückeroberung der spanischen Halbinsel der Handel verwehrt, also bedienten sie sich selbst. Geraubt wurden nicht nur Waren und Lebensmittel, geraubt wurden auch Menschen, die als Sklaven weiterverkauft wurden. Das war übrigens ein ganz normaler Vorgang im gesamten Mittelmeerraum. Also das haben nicht nur nordafrikanische Piraten gemacht, das haben auch die Malteser gemacht. Also durch alle Religionsgruppen, durch alle Schichten, überall wurden auch Menschen geraubt. An die Piratenüberfälle erinnern zwei große Feste, die auf Mallorca gefeiert werden. Das eine findet in Pollença statt, erinnert wird dabei an einen Piratenüberfall im Jahr 1550 und das zweite große Fest findet Mitte Mai in Port de Sawyer statt und erinnert an einen Piratenüberfall im Jahr 1561. Damals kam eine Flotte von 23 Schiffen aus Algier, die bis zu 1800 Piraten, das muss man sich mal vorstellen, was für eine Riesenmenge, wie viele Schiffe und wie viele Piraten, die bis zu 1800 Piraten besetzten den Hafen von Sawyer und die Umgebung. Mit Hilfe der Bewohner aus Santa Maria, Bunyola und Alaró konnten die Piraten schließlich in die Flucht geschlagen werden. Zur Erinnerung an diese Überfälle werden heute Feste gefeiert. Dabei kämpfen immer die Mauren gegen die Christen. Die eine Hälfte der jungen Männer kommt in arabischen Pluderhosen mit Kopfschmuck und dunkler Hautfarbe. Die andere Hälfte mit weißen Hemden zur nachgestellten Schlacht an den Strand von Port de Sawyer. Also die Farbigen, die malen sich tatsächlich mit schwarzer Farbe an. Und wenn man da aus Versehen mal reingerät, mir ist das nämlich passiert, dann kann das passieren, dass man da angemalt wird. Also die streifen dann ihre Gesichter am Oberarm oder am Oberschenkel oder nehmen ihre Farbe und malen einen einfach so an. Das gilt irgendwie so ein bisschen wie die Frau, also da habe ich jetzt Beute gemacht. Das ist ziemlich heftig. An den Häusern hängen Flaggen, rot mit Halbmond für die nordafrikanischen Piraten und weiß mit rotem Kreuz für die Christen. Dann findet unter lautem Getöse die Schlacht statt. Am Ende gewinnen die Christen, natürlich. Sonst würden sie ja auch nicht feiern, das ist ja klar. Aus dieser Zeit stammen auch die Wehr- und Aussichtstürme, die rund um die Insel an der Küste stehen. Große, massive Steintürme, von denen man weit über das Meer schauen konnte und schon sehr früh die angreifenden Piraten sehen konnte. Wenn sich ein Piratenschiff der Insel näherte, machten die wachhabenden Soldaten ein Feuer mit viel Rauch, das vom benachbarten Turm gut zu sehen war. Also da muss ich noch mal was dazu sagen. Am Tag wurde nasses Holz verbrannt, damit es sich viel Rauch bildet, damit die vom Nachbarturm das eben gut sehen konnten. Und in der Nacht wurde trockenes Holz verbrannt, das sehr viel Licht machte, damit es auch wiederum gut zu sehen war. Also dieser kleine Unterschied zwischen Tag und Nacht nochmal als Erklärung. Wenn sich ein Piratenschiff der Insel näherte, machten die wachhabenden Soldaten ein Feuer mit viel Rauch, das vom benachbarten Turm gut zu sehen war.
Dieser gab das Rauchzeichen weiter an den nächsten Turm und so weiter, bis die Soldaten in Palma informiert waren. Das soll vom entferntesten Turm auf Mallorca in nur knapp einer Stunde funktioniert haben. Die Frage war dann nur, wie lange die Soldaten brauchten, bis sie vor Ort waren. Die angreifenden Piraten werden ja auch noch etwas Zeit gebraucht haben. Man kann sich ja vorstellen, wenn man ganz hinten jetzt, wir sind jetzt auf 160 Meter Höhe, und wenn man jetzt ganz hinten irgendwo die Piraten gesehen hat, die haben schon noch eine Weile gebraucht, bis sie hier waren. Mit der Kolonialisierung Algeriens durch Frankreich 1830 kehrte dann schließlich Ruhe ein. So ist es jetzt auch nur verständlich, dass die Mallorquiner die Küste gemieden haben. Vom Meer kam schließlich nichts Gutes. Anders als heute, wo die Menschen, vor allem die Ferienhausbesitzer, an die Küste gehen. Alle Städte und Dörfer lagen damals ein paar Kilometer von der Küste entfernt, mit Ausnahme Palmas, der Hauptstadt. Dafür hatte Palma eine dicke Stadtmauer und ja auch die Soldaten stationiert. Das ist übrigens auch der Grund, warum ältere Städte, warum es die immer doppelt gibt. Also zum Beispiel Poyenza, Porte Poyenza, Alcudia, Port Alcudia, Antrac, Port Antrac und so weiter. Die Menschen, die waren damals einfach nicht sicher an der Küste. Und dann kann ein Winter an der Küste auch sehr ungemütlich sein. Der Wind, der bringt salzige Luft, und wo sich Salz absetzt, dort bildet sich auch Feuchtigkeit. Also lebten die Mallorquiner in der Regel nicht an der Küste. Unmittelbar an der Küste hatten nur die Fischer kleine Hütten für ihre Boote. Das ist natürlich ganz anders als heute. Also heute, wer heute sich ein Haus auf Mallorca kauft, okay, es gibt solche und solche. Die einen zieht es immer noch aufs Land, weil da einfach mehr Ruhe ist und weil man sich dann vielleicht besser entspannen kann. Und andere, die wollen auf den Meerblick nicht verzichten. Die wollen gerne raus aufs Wasser gucken, was ich auch gut verstehen kann. Und das Wasser, das verändert die Farbe. Wir haben einen großen Himmel. Das ist natürlich auch was Besonderes. Die Mallorquiner wohnen trotz allem immer lieber noch in den Städten etwas im Inland und haben dann ihre Ferienhäuser, ihre Ferienapartments auch am Meer. Ich habe ein Kapitel geschrieben über die drei Wohnsitze der Mallorquiner. Das werde ich ein anderes Mal vorlesen. Ja, und da wir jetzt hier so am Meer sitzen, ist mein nächstes Rezept in dem Buch. Da geht es um eine Fischsuppe. Und hier ist meine Fischsuppe. Die unterscheidet sich kaum oder vielleicht überhaupt nicht von der Bouillabaisse, was ja auch logisch ist, weil es ist das gleiche Mittelmeer, das sind die gleichen Gewohnheiten, die gleiche Landschaft. Also warum nicht die Bouillabaisse sehr ähnlich der mallorquinischen Fischsuppe? Mein Buch gibt es über meine Webseite oder direkt bei Amazon, und demnächst lese ich auch mehr daraus vor.